Die Stadt Weißenfels erhielt am 10. April ein großes Geschenk von Sachsen-Anhalts Finanzminister André Schröder. Dieser übergab einen Stark 5 Fördermittelbescheid an die Stadt Weißenfels. Das Fördermittelprogramm Stark 5 stellt finanzschwachen Kommunen Mittel für Investitionen in ihre Infrastruktur zur Verfügung. Der größte Teil der Fördermittel, 90%, stammt vom Bund. Sachsen-Anhalt stellt den eigentlich von den Kommunen zu zahlenden Eigenanteil aus dem Landeshaushalt zur Verfügung. Die Förderung in Höhe von fast 2 Millionen Euro soll in die Sanierung und Modernisierung des Rathauses Weißenfels fließen. Baustart soll in der zweiten Jahreshälfte sein.